Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die Eindrücke von der Münchner Sicherheitskonferenz sind in der Tat ernüchternd. Das verbindet uns alle Teilnehmer. Die Zahl der Probleme auch im Nahen Mittleren Osten ist größer geworden. Und die Ideen, wie diese Konflikte bewältigt oder zumindest eingehegt werden können, sind leider dürftig. Und es ist tatsächlich mehr übereinander als miteinander gesprochen worden. Insofern ist es ein Warnsignal für uns alle, dass die nächsten 12 Monate doch einen Wandel in wichtigen Punkten bringen müssen. Wenn wir den Nahostkonflikt, die Situation im Nahen Osten analysieren, kommen wir zu mindestens 5 Hauptkonfliktthemen, die dort eine Rolle spielen. Das ist einmal die Bedrohungssituation für Israel. Es ist zum Zweiten der Krieg in Syrien. Es ist zum Dritten der Krieg im Jemen. Es ist die Konfrontation Saudi-Arabiens mit dem Iran, die religiös begründet ist und seit langen Jahrzehnten, ja vielleicht ja seit Jahrhunderten besteht. Und es ist nicht zuletzt auch das iranische Atomprogramm und das Aufrüstungsprogramm, das der Iran betreibt. Und ich möchte zu dem einen oder anderen Aspekt hier noch einige Gedanken beisteuern. Zunächst zur Situation Israels. Israel ist durch die Kämpfe, durch die Auseinandersetzungen der Region, insbesondere durch den Bürgerkrieg, durch den Kampf Assads gegen sein Volk in Syrien konkret bedroht. Bereits seit langer Zeit nimmt der Zufluss an Waffen für Terrorgruppen etwa im Libanon, die gegen Israel operieren, zu, eben aus diesem syrischen Kriegsgebiet. Wir haben jetzt Erkenntnisse darüber, dass tatsächlich von syrischem Boden, vom Iran gestützte Kräfte ganz konkret an die Grenze Israels herangerückt sind. Und es ist völlig verständlich, dass das Volk Israels, auch sein Ministerpräsident, darauf mit Härte, aber auch mit Emotionen reagiert. Wir haben das am Sonntagmorgen auf der Münchner Sicherheitskonferenz erlebt. Die Sicherheit Israels ist für uns in Deutschland Staatsräson. Und deswegen können wir nur den israelischen Bürgerinnen und Bürgern versichern, dass wir sie unterstützen bei ihrem Versuch, die Sicherheit des Landes zu gewährleisten und Frieden mit der Region zu erreichen. Das ist das erste Ziel. Ministerpräsident Netanyahu hat in seiner Rede eine kleine Passage gehabt, die mich hat aufhorchen lassen. Er hat gesagt, dass in der wachsenden Aggressivität Irans auch eine Bedrohung für andere in der Region, für andere arabische Staaten, aber auch für die Palästinenser zu sehen ist und dass darin vielleicht eine neue Chance auch für Verständigung Israels mit der arabischen Welt und Israels mit den Palästinensern liegt. Ich würde mir wünschen und kann die israelische Regierung nur ermutigen, dass diese sich möglicherweise öffnende Chance auch genutzt wird, und kann für die CDU-CSU-Fraktion sagen, dass wir unsere Freunde in Israel bei diesem Weg, bei diesem vielleicht neuen Weg in eine friedliche Zukunft mit den Nachbarn, dass wir sie dabei massiv unterstützen. Zweitens die Situation in Syrien. Das, was wir in Syrien derzeit sehen und erleben, hat seine Ursache darin, dass Assad durch die Unterstützung Russlands seine zweite Luft bekommen hat vor 2 Jahren. Wir waren in einer Konferenz in Wien und dann im Friedensprozess in Genf schon viel weiter als heute im Blick auf eine Lösung für die Zukunft Syriens. Und Putin, der selbst durch seinen Außenminister diesen Wiener und Genfer Friedensprozess hat moderieren lassen, hat sich dann entschlossen, dafür zu sorgen, dass Assad weiter die Macht im Land anstreben kann. Und es sieht ja auch so aus, als würde er dabei vorankommen. Diejenigen, die sagen, es wird keine Zukunft Syriens ohne Assad geben, sage ich umgekehrt, angesichts der Bilder, die wir gerade in diesen Tagen sehen, wie sollen denn die Menschen in diesem Land an eine Zukunft mit Assad glauben? Wie sollen die Menschen daran glauben, dass ein Diktator, der Fassbomben auf die Bevölkerung geworfen hat, der nach meiner Auffassung auch Chemiewaffen gegen die Bevölkerung eingesetzt hat, dass dieser Mann diesem Land eine gute Zukunft bringt? Ich glaube, das geht nicht anders. Es blinkt wegen der Zeit. Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Ja?
Herr Kollege, genau das will ich von Ihnen, dass Sie die Zeit beachten. Ja, in Ordnung. Ich sage einen letzten Satz zur Türkei. Ich halte den Einsatz der Türkei im Norden des Syriens für extrem kritisch, auch aus völkerrechtlicher Sicht. Und ich bitte die Türken doch, diesen Kampfeinsatz einzustellen und sich auf die Kontrolle der türkisch-syrischen Grenze zu konzentrieren. Ich glaube, dies wäre auch militärisch der richtige Ratschlag an den türkischen Präsidenten, den ihm vielleicht auch seine Generale bald geben werden. Herzlichen Dank. Herr Kollege, herzlichen Dank an Sie. Als nächste Rednerin die Kollegin Gabriela Heinrich für die SPD.